Jetzt geht es endlich los. Genau ein halbes Jahr nach der Europawahl wird morgen die neue EU-Kommission gewählt. 26 Männer und Frauen, für jedes Mitgliedsland eine Kommissarin bzw. ein Kommissar. Im ersten Durchgang hat das Parlament drei Kandidaten durchfallen lassen. Kein Glanzstart für die neue Frau an der Spitze, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin. Sie will Klimaschutz zum zentralen Thema machen. Vom Green New Deal ist die Rede. Und darüber hinaus, was können die Kommissarinnen, die Kommissare überhaupt bewegen? Wahl der EU-Kommission. Neuer Anfang oder weiter so? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Alexander Graf Lambsdorff ist bei uns, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, zuständig dort für Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik. Er war Abgeordneter des EU-Parlaments und auch Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen, Sprecherin für Europapolitik ihrer Fraktion, war auch 4 Jahre lang Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Ich begrüße Udo von Kampen, Journalist für das ZDF, hat er über 20 Jahre aus Brüssel berichtet und viele Kommissare aus der Nähe beobachtet, arbeitet jetzt für die Bertelsmann Stiftung. Und herzlich willkommen Nina Katzemich, sie ist Politikwissenschaftlerin, arbeitet für die Organisation Lobby Control und beobachtet zurzeit vor allem die Rolle von Lobbyisten in Brüssel. Herzlich willkommen. Herr Graf Lambsdorff, jetzt wird morgen abgestimmt im Parlament. Es gab schon mal eine Abstimmung, da sind 3 Kommissare durchgefallen. Wenn Sie jetzt noch säßen im Parlament, würden Sie morgen zustimmen dieser Kommission? Ja, ich würde der Kommission zustimmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die europäische Exekutive handlungsfähig ist. Europa muss handlungsfähig sein. Wir sehen, was auf der Welt los ist. Wenn man jetzt dagegen stimmen würde oder sich enthalten, also die Stimme verweigern, würde man Europa lähmen. Ich würde definitiv für diese neue Kommission stimmen. Heißt das, Sie sind mit allen Kommissarinnen und Kommissaren einverstanden? Nein, es gibt manche Fehlkonstruktionen, zum Beispiel, dass der Italiener Gentiloni für den Euro zuständig sein soll in Zusammenarbeit mit dem Letten. Das hatten wir in der letzten Kommission schon mit dem Letten und dem Franzosen. Das hat nicht funktioniert. Da würde ich sagen, keine gute Idee. Aber trotzdem, wenn ich das Gesamtbild nehme, mit der Margrethe Vestager da in der Spitze der Kommission neben Ursula von der Leyen, Franz Timmermans, der sich um die Rechtsstaatlichkeit gekümmert hat, dann bin ich zuversichtlich, dass aus der Kommission was werden kann. Ich gebe ihr einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Frau Brandner, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie noch im Parlament sitzen würden? Gäbe es dann morgen ein Ja? Dann gäbe es eine Enthaltung. Mhm. Für uns hat diese neue Kommission Licht und Schatten. Begrüßen tun wir, dass sie endlich fast pari pari aus Frauen und Männern besetzt ist. Es hat nicht ganz geklappt, aber immerhin, das ist schon wesentlich besser, als was wir in der Vergangenheit hatten. Und wir begrüßen ausdrücklich, dass Frau von der Leyen den Klimaschutz auch zentral mit angekündigt hat, ins Zentrum gestellt hat. Das hatte ihr Vorgänger Juncker nicht wirklich getan. Von daher ist da eine Hoffnung, dass da sich wirklich was bewegt. Aber es gibt eben auch Personalien, die immer noch unergründlich sind. Also wir haben den Ungarn, ein Vertrauter Orbans, der jetzt zuständig ist für Erweiterungen. Und der soll darüber urteilen, ob in den Kandidatenländern Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gut umgesetzt wird. Das ist für mich ehrlich gesagt ein Unding. Ja, da macht man den Bock zum Gärtner. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wir haben das zigfach kritisiert, haben Frau von der Leyen gebeten, da das Portfolio zu wechseln, ist aber nicht passiert. Wir finden auch bei einzelnen Themen ist es nicht ambitioniert genug. Landwirtschaft bleibt beim Status quo, das ist nicht ausreichend. Von daher keine rote Karte, aber auch kein Blankoscheck. Ja gut, aber Sie müssen ja davon ausgehen, dass andere dann zustimmen, weil sonst wird es ja wieder blockiert. Also warum können Sie sich nicht überwinden und sagen, okay, 2, 3 gefallen mir nicht, aber im Großen und Ganzen sage ich jetzt Ja zu dieser Kommission? Nee, es ist für uns auch ein Vertrauensvorschuss, dass wir sagen, wir gehen nicht auf ein Nein, das würde es weiter blockieren. Das ist von den, wie die Stimmen gewertet werden, ist das keine Blockadeposition. Wir sagen, wir sind dabei konstruktiv, wenn es um die Themen geht, auch mitzuverhandeln. Aber es reicht nicht für ein Ja. Also naja, dafür die Grünen werden auch nicht gebraucht, muss man dazu sagen. Man muss eines wissen, die Grünen werden nicht gebraucht. Und ich finde das eigentlich nicht in Ordnung. Ich würde mir von einer pro-europäischen Partei, und das sind die Grünen ohne jeden Zweifel, wünschen, dass sie die Kommission mit ins Amt wählt. Ich finde das falsch, weil es ein falsches Signal ist. Wir hätten diese Kommission sehr gerne mit ins Amt gewählt. Wir haben dafür viele Gesprächsangebote gemacht. Wir haben viel auch nochmal eben gerade mit dem Blick auf den Ungarn wirklich gesagt. Das ist für uns eine große Schwierigkeit. Das geht nicht. Wir müssen zeigen, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie gewahrt werden. Da kann man dann nicht dieses Portfolio bei dem Ungarn, bei dem Orbán vertraut lassen. Mhm. Wir haben Bedingungen gestellt. Ist das, genau. Und, genau, Verhey. Und wir haben natürlich den Wunsch, dass wir, wenn es jetzt um die inhaltliche Arbeit in dem Parlament geht,
dass wir dann beteiligt werden, um proeuropäische Mehrheiten zu bilden. Wir stehen dafür zur Verfügung und strecken die Hand Frau von der Leyen aus. Okay, dann kommen wir direkt drauf. Herr van Kampen, diese Kommission, die da jetzt vorgestellt ist, unterscheidet die sich sehr von anderen Kommissionen bisher, von den Vorschlägen? Es ist jetzt wirklich fast halb männlich-weiblich besetzt. Ist das ein wichtiger Punkt dabei? Das ist ein wichtiger Punkt, aber gehen wir mehr auf die Sache. Es stehen große Themen an, große Zukunftsthemen an. Klima wurde angesprochen als Leitthema, aber auch das Migrationsthema, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Wie sieht die Zukunft Europas aus? Das sind für mich wichtigere Fragen als jetzt Personaldebatten, ob einer passt oder nicht so passt. Das war in der alten Kommission auch so. Da macht man seine Erfahrung und es kommt darauf an, wie diese Kommission geführt wird. Ob wirklich Frau von der Leyen eben die Schwerpunkte auch durchsetzt. Und da kann sie natürlich auch den Kommissaren in die Parade fahren, wenn es eben zu den von Ihnen angedeuteten Unstimmigkeiten kommen sollte in der Politik. Da ist sie gefordert, eben von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen. Mhm. Frau Katzenmich, wie beurteilen Sie diese neue Kommission, all die Kommissarinnen und Kommissare, die da jetzt zur Wahl stehen? Sind das Menschen, wo Sie sagen, ja, die bringen Europa nach vorne? Insgesamt würde ich denken, diese Kommission ist jetzt nicht schlechter als die vorhergehende, was die einzelnen Persönlichkeiten betrifft. Ich fand es gut, dass das EU-Parlament diesmal noch mehr Instrumente an der Hand hatte, schon ganz problematische Interessenkonflikte vorher auszuräumen. Das ist ja ein Fortschritt gegenüber der letzten Wahl und das, denke ich, hat gut funktioniert und dadurch auch nicht wesentlich länger gedauert. Und jetzt ist vielleicht noch ein Aspekt, der noch nicht so gefallen ist, dass Frau von der Leyen auch versprochen hat, sich beim Thema Demokratie einzubringen, zu sagen, hier die Bürgerinnen und Bürger, die sollen doch irgendwie teilnehmen an den Beschlüssen der EU, die sollen ein Mitspracherecht haben, da ist eine große Konferenz geplant. Aber wir stellen uns eigentlich vor allem vor, dass man versucht, die Zivilgesellschaft auch ganz generell stärker einzubinden. Denn das ist, glaube ich, was bei der letzten Wahl eine wichtige Rolle gespielt hat und für was auch viele Leute zur Wahl gegangen sind. Der frühere EU-Kommissionspräsident Juncker hat gesagt, als er anfing im Oktober 2014, hat er gesagt, entweder gelingt es uns, die Bürger näher an Europa heranzuführen oder wir scheitern. Das war sozusagen sein Auftrag vor 5 Jahren. Herr Lambsdorff, ist es gelungen, die Bürger näher an Europa heranzuführen in diesen 5 Jahren? Ja, aber auf eine Art und Weise, anders wäre es mir lieber gewesen, sage ich mal so. Die Zustimmung zu Europa insgesamt ist gewachsen. Das merken wir in allen Umfragen. Wir sehen es in Europawahlen. Bei den Europawahlen ist die Wahlbeteiligung hochgegangen. Und ja, Frau Brandner hat recht. Ich hätte es mir anders gewünscht. Aber der Brexit hat, glaube ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern vor Augen geführt, was sie an Europa haben. Bei allem Gemecker im Detail, wo jeder hat irgendwas zu meckern. Das ist ja immer so. Aber im Großen und Ganzen verstehen die Menschen in Europa, was sie an dieser Europäischen Union haben. Und deswegen kann man bei Juncker sagen, ja, das ist gelungen. Übrigens, das muss man auch mal sagen, alle sagen immer, die EU sei so zerstritten. Wenn wir nochmal das Thema Brexit nehmen. An der Stelle ist die EU total einig. Die 27 haben sich von Großbritannien nicht auseinander dividieren lassen. Und ich glaube, das merken die Bürgerinnen und Bürger auch und wertschätzen das. Und es war ja nicht nur der Brexit, sondern es war ja natürlich auch Donald Trump eben. Und das hat deutlich gezeigt, dass die Europäer, auch den Bürger, näher zusammenrücken müssen in ihrer Verteidigungspolitik, in ihrer Sicherheitspolitik, aber auch in ihrer Wirtschaftspolitik. Ja, das wäre ja der Punkt, dass die Bürger Europa mehr schätzen, seit Brexit, seit Trump. Aber die Frage ist, schätzt Europa auch die Bürger mehr, Frau Brandner? Ja. Also können die Bürger auch da mehr mitmachen und mehr mitgestalten? Ich würde gerne deswegen auf diesen Zukunfts-Europa-Prozess eingehen, den Frau von der Leyen angekündigt hat. Und für uns ist es wirklich wichtig, dass man da eine ernst gemeinte Bürgerbeteiligung dran hat. Also was wir nicht wollen, ist, dass man wieder irgendwelche Dialoge macht, dann fragt man ein paar Bürger und dann kommt nichts draus. Und dann fragen sie alle hinterher, was war das eigentlich nur eine Show und wo ist unser Geld und unsere Zeit geblieben? Deswegen ist unser Vorschlag zu sagen, wir machen das übrigens wie einzelne Mitgliedstaaten das machen. Irland hat das ganz toll, so eine Art Bürgerräte, wo per Los zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über ein Jahr an einem konkreten Thema arbeiten, auch Experten hinzuziehen können. Und dann sind aber ihre Empfehlungen auch wirklich aufzugreifen von der Politik. Und ich würde es mir wünschen, dass die EU das sich traut. Also wirklich dahin zu gehen und zu sagen, wir machen das auf, wir gehen da in einen echten Dialog. Das ist eine große Chance. Ich hoffe, dass Frau von der Leyen mehr macht als das klassische
Bürgerdialoge, wir reden mal und gucken, was bei rauskommt, ist uns am Ende egal. Das darf es nicht werden. Frau Katzen, Sie schauen auf die Lobbyisten in Brüssel. Wer ist denn sozusagen die Interessenvertretung der Bürger, derjenige oder der Zivilgesellschaft? Haben Sie das Gefühl, das hat sich geändert und das wird jetzt, die Menschen werden da irgendwie kommen, da wirklich zu Gehör? Ja, ich würde da zunächst mal das unterstreichen, was die Frau Brandner da gesagt hat. Wir sehen schon, dass man kann ja seit 4 Jahren jetzt sehen, welche Lobbyisten die Kommission so getroffen hat. Das ist übrigens unter Transparenzgesichtspunkten echt ein guter Fortschritt. Aber wir sehen schon, dass da halt zu 70% in den letzten 5 Jahren Unternehmen getroffen wurden. Das ist so die Zahl. Wir haben das mal analysiert. Das sind 70%. Dann bleiben 30% für die Zivilgesellschaft, für die Gewerkschaften, für alles, was halt übrig bleibt. Und unser Schluss daraus ist, dass die Zivilgesellschaft eben nicht gut vertreten ist. Dass man sich überlegen muss, wie man die besser ins Boot holt. Natürlich. Dann könnte man ja sagen, die Abgeordneten sind sozusagen die Anwälte der Bürger. Und der Gewerkschaften. Die sozialdemokratische Fraktion hat sie praktisch komplett aus den Gewerkschaften. Also das stimmt zwar auch, aber ich meine, die EU-Kommission macht die Gesetze und da, wo Gesetze machen, sind Lobbyisten unterwegs und da werden sozusagen die Anfänge gemacht und die ersten Pflöcke eingehauen. Und da gehen die Unternehmen hin und ich habe, also für uns ist das so, da ist schon mal viel passiert und das Parlament kann vieles wieder aufmachen, aber ob es alles wieder aufmachen kann, da... Mhm. Ja, ich will dann einfach mal, weil Frau Katzenmich hat natürlich völlig recht, wenn sie sagt, das sind alle miteinander im Dialog und es stimmt auch, dass die Kommission eine wichtige Rolle hat, aber die Kommission macht nicht die Gesetze. Mhm. Die Gesetze machen das Parlament und die Mitgliedstaaten zusammen und da wird sozusagen dann entschieden, was wirklich bleibt. Und dann muss ich wirklich sagen, Herr van Kampen hat eben gerade so geraunt, wer vertritt denn die Bürger? Na, die Abgeordneten, die Europaabgeordneten. Und die müssen sich mit allen möglichen Leuten treffen, mit NGOs, mit Gewerkschaften, mit Unternehmensvertretern, mit Verbandsvertretern, mit Kirchen, mit den Bundesländern. Wir müssen alle Meinungen reinholen und dann frei entscheiden, was nach unserem Wissen und Gewissen die beste Entscheidung ist. Und würden Sie sagen, dass das ausgewogen ist von denen, die da Lobbyismus betreiben oder ihre Interessen vertreten? Ich habe Lobbyismus gut und schlecht erlebt, sowohl auf der Nichtregierungsseite wie auch auf der Wirtschaftsseite. Manche Nichtregierungsorganisationen schüren einfach nur Panik, genauso wie manche Wirtschaftsverbände. Der Abgeordnete ist aufgefordert, zu bewerten, was er an Informationen bekommt und daraus eine gute Entscheidung abzuleiten. Das ist für mich das Entscheidende an der Abgeordnetentätigkeit und der Gesetzgebung. Wenn ich übrigens mal beitragen darf, dass diese Transparenz, die Zahlen, die Sie haben, die sind ja in Brüssel nur möglich, weil es das Lobbyregister gibt. Richtig. Im Bundestag. Ich war ja geschockt, als ich von Brüssel nach Berlin kam und dann feststellte, krass, hier gibt es ja gar keine Transparenz. Also weder über den Hausausweis, wer kriegt den im Bundestag, noch wer geht in die Ministerien ein und aus. Jetzt kann man sich das alles noch besser wünschen in Brüssel. Aber wenn Sie einen Hausausweis vom Europaparlament haben wollen, dann müssen Sie offenlegen, für wie viel Geld Sie Lobbyarbeit machen, wie viele Leute Sie dafür anstellen. Ich sag mal, davon sind wir im Bundestag noch meilenweit weg. Okay, da kann und die, was ich wichtig was finde, am Ende geht es ja um den Interessenausgleich und dass alle am Tisch sind. Und wenn man vielleicht dieses Thema Bürgernähe auch so definiert, dass die Bürger einen Eindruck haben, dass die großen Probleme gelöst werden, dass am Ende was rauskommt, den Punkt darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und das war die Frage bei Juncker. Manchmal ist da nicht so viel am Ende bei rumgekommen. Okay, dann kommen wir doch mal auf die großen Probleme und auf das, was die Kommission und die Kommissionspräsidentin jetzt eigentlich anpacken müssen, Herr van Kampen. Wo sagen Sie, was wäre jetzt sinnvoll als ersten Schritt, wenn man sagt, es gibt eigentlich ein positives Bild Richtung Europa, die Bürger sind jetzt positiv gestimmt. Wo kann man sagen, da muss man jetzt sofort einen Akzent setzen? Also der erste Akzent muss sein in der Klimapolitik. Das ist ja unbestreitbar, das hat sie ja auch angekündigt. Und dass der Klimawandel stattfindet, ist unbestritten. Und jetzt müssen eben Maßnahmen ergriffen werden und Ziele gesetzt werden, die erreichbar sind und auch die angepackt werden, die nicht nur angekündigt werden, sondern die auch umgesetzt werden. Und da werden die Bürger und natürlich auch die verschiedensten Verbände und die Politiker und das Parlament schauen, was sind das nur Luftblasen, die gesagt werden. Okay, wir kündigen das mal an, bis 2050 eben klimaneutral. Schaffen wir das? Ist das realistisch? Mit welchen Maßnahmen wollt ihr das schaffen? Nicht diesen Ankündigungsformalismus, immer der dann in den Zeitungen, in den Headlines steht, die EU will, sondern die Leute und die Bürger wollen wissen, auch die Journalisten wollen wissen, ja, was machen Sie jetzt denn ganz konkret? Was kostet es den Bürger? Ja, sie will eine Klimaschutzbank gründen, die Kommissionspräsidentin, die über 100, also Investitionen mit über 1.000 Milliarden Euro reicht.
reicht das, Frau Brandt? Also ist das erstmal ein guter erster Schritt oder sagen Sie, das ist jetzt schon richtig viel? Also der Europäische Rechnungshof hat gesagt, man bräuchte 10-mal mehr, als Frau von der Leyen angekündigt hat. Und der Europäische Rechnungshof ist nicht der schlechteste. Das sind eigentlich die Zahlen, von denen wir ausgehen wollten. Aber das sagen die Grünen auch immer. Es muss 10-mal mehr sein. Nee, ich sag mal, das ist ja eben nicht die Grünen, die das sagen. Wir wären froh, wenn wir die 1.000 Milliarden von Frau von der Leyen hinbekommen. Ich sag mal nur die Dimension. Der Europäische Rechnungshof sagt, es reicht noch nicht mal, wir bräuchten de facto mehr. Aber wir sagen, wir wären schon froh, wenn wir das hinbekommen. Und Frau von der Leyen muss jetzt eben nicht nur Ankündigungen machen, sondern Gesetzesvorlagen machen, Klimaschutzgesetz. Sie muss bei der Mobilität rangehen. Frage Digitalisierung und Ökologie, wie bringen wir das zusammen? Ja, aber auch im sozialen Bereich, Mindestlohnrichtlinie ist angekündigt, muss dann vorliegen, Rechtsstaatsmechanismus. Wir müssen als Europäer gemeinsam investieren in den Klimaschutz. Das ist ganz klar. Das kriegt kein Land alleine hin oder wenn, dann nur viel teurer. Mhm. Und da sind von der Batteriezellenproduktion über die neue Wasserstofffrage, wie über die Leitungen, über die Frage Energieeffizienzmaßnahmen, Ordnungsrahmen, den wir brauchen, eine CO2-Bepreisung europäische, da sind Klimazölle, die sie angekündigt hat, Frau von der Leyen. Da sind in ihren Ankündigungen sind ja viele Instrumente für den Klimaschutz. Und jetzt kommt es darauf an, was in den ersten 100 Tagen auch wirklich dann Gesetzesvorhaben vorliegt. Und da sind wir sehr gespannt. Daran werden wir sie auch messen. Ja, wie abhängig ist dann die Kommissionspräsidentin und die Kommission dann doch wieder von den Nationalstaaten, Herr Lambsdorff? Sehr, sehr. Ganz eindeutig. Ja, das ist einfach so. Man muss ganz klar sagen, wir haben es ja eben gesagt, Gesetze werden in Europa gemacht vom Parlament und von den Mitgliedstaaten. Die Kommission macht nun einen Vorschlag. So, ganz wichtig. Und was sie da vorschlägt, muss mitgetragen werden. Und da muss man eben zum Beispiel einen Mitgliedstaat wie unser Nachbarland Polen reinholen, die ihre Elektrizität praktisch noch komplett aus Kohle produzieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir hier machen die Wende Richtung Erneuerbare durch gleichzeitige Ausstiege aus Nuklear, Kohle. Jetzt wird auch noch Gas sozusagen diskutiert, ob man da drin bleiben kann. Und in Frankreich hat man Kernkraft. Also wir haben völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Und das muss Frau von der Leyen zusammenbinden. Dann gibt es Maßnahmen, die können funktionieren. Auf der Ebene CO2-Bepreisung sind wir uns einig. Die Art der Bepreisung kann man dann diskutieren. Aber das ist sozusagen das, wo sie nur Vorschläge machen kann. Und anschließend muss sie wirklich mit allen welche Art von Vorschlägen sie macht. Man kann nämlich ambitionierte Vorschläge machen, dann ist es schon mal die Messlatte. Oder man geht schon mit einem Vorschlag rein, der eigentlich keine wirklichen Zielerreichung ermöglicht. So. Und das ist, glaube ich, schon die Verantwortung. Sie muss natürlich die Kommission gucken nach Mehrheiten, die sie finden. Aber man darf aber schätzen, was auch ihre Verantwortung da ist. Ja, und der Kommissar, der zuständig ist fürs Klima, ist Frans Timmermans aus den Niederlanden, Herr van Kampen. Das war ja sozusagen der Konkurrent. Er wollte ja selber Präsident werden. Ist das ein Problem? Also ich glaube, Herr Timmermans hält sich heute noch, wenn ich das richtig beurteile und lese, für den besseren Kommissionspräsidenten. Aber da muss Frau von der Leyen damit leben können und muss das auch klar machen, wer der Kommissionspräsident ist und wer die Richtlinien bestimmt. Aber Herr Timmermans ist ein sehr erfahrener, ambitionierter Politiker, und ich finde es gut, dass er gerade jetzt in diesem Bereich die Verantwortung übernimmt und hoffentlich auch, dass die beiden nicht gegeneinander arbeiten, wie es zum Teil in der alten Kommission war, dass das überhaupt nicht mehr funktionierte zwischen Präsident und eben Vizepräsident und dass da wirklich mehr an einem Strang gezogen wird. Dafür ist diese Frage einfach zu wichtig. Aber Timmermans hat eine Riesenaufgabe und ich glaube, er bringt einen Vorteil mit. Wir haben ja in der Kommission keine Grünen, die haben wir nur im Parlament, muss man wissen. Timmermans ist Sozialdemokrat. Und als Sozialdemokrat hat er zwei Aufträge. Das eine ist der Klimaschutz, aber das andere ist auch ganz klar der französische Auftrag, Macron, ein Europa, das sozusagen dafür sorgt, dass wir nicht europaweit Gelbwestenproteste haben. Also nicht Klimaschutz mit der Brechstange, sondern ein Klimaschutz, der die Leute mitnimmt. Naja, ihr macht das so, dass ihr mitverhandelt wie die Engländer und dann anschließend immer dagegen stimmt. Nee, das kennen wir ja schon. Nicht, das tun wir nicht. Doch, wie bei der Kommission jetzt auch. Aber Timmermans, ich glaube, der Timmermans ist in einer ganz guten Position, weil er kann versuchen, diese Brücke zu schlagen zwischen Klimaschutz einerseits, aber ohne den Klimaschutz so zu machen, dass die Menschen auf die Barrikaden gehen, wie bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich. Und ich würde auch da sagen, lass uns dem Vertrauensvorschuss geben. Mal schauen, was der da auf den Tisch legt. Die Grünen werden sagen, ist nicht ambitioniert genug, weiß ich jetzt schon. Aber schauen wir mal auf die Substanz. Und ich glaube, da wird eine ganze Menge kommen. Ja, Frau Katz, wo sehen Sie dieses Zusammenspiel zwischen dem, was in den Nationalstaaten gewollt wird und dem, wo die Kommission hin kann? Wo sehen Sie da Reibungen? Also, genau, ich wollte sowieso gerne nochmal auf die Kommission eingehen. Natürlich
machen alle drei zusammen die Gesetze, aber ich finde es schon wichtig, dass der erste Vorschlag nun mal aus der Kommission kommt und die lässt sich von zahlreichen Expertengruppen beraten und diese Expertengruppen haben dann wiederum sehr oft die Unternehmen und Verbände drin sitzen, die sich damit auskennen, aber eben auch selber eigentlich dann bei ihren eigenen Regeln mitdiskutieren können. Das beobachten wir immer wieder und das ist schon auch oft ein Problem, wenn die Autoindustrie zum Beispiel selber sagen kann, wie ihre Abgastests genau aussehen, dann ist das einfach ein Problem. Und insofern glaube ich schon, dass man das nicht unterschätzen darf, mit wem die Kommission zuerst mal spricht. Und dann zu Ihrer Frage zurück. Ich finde es grundsätzlich schon richtig, dass die Kommission mit Unternehmen spricht. Die Kommission soll natürlich mit allen sprechen, auch mit den Unternehmen. Natürlich, das sind Interessenträger, das sind Betroffene. Auf jeden Fall. Wir sagen eben nur, sie spricht bisschen zu wenig mit anderen, auch gerade in den Expertengruppen Wissenschaftler und so. Das ist schon was, also wo wir finden, da müsste es mehr geben und etwas weniger mit den Betroffenen. Aber ja, sie sollen schon mitreden, das ist schon so. Und wenn man dann sozusagen mit dem Parlament diskutiert hat, dann ist es in der Tat so, dass oft der Rat hinten reinkommt und von hinten die Interessen, wenn es einen guten Vorschlag gibt, ne, von hinten dann die Interessen seiner Länder wieder durchdrückt. Und dann ist es tatsächlich oft schade. Ne? Dann gab es vielleicht schon mal einen guten Vorschlag, der auch ganz im Sinne des Allgemeinwohls war. Und ja, dann und so könnte es uns tatsächlich auch beim Klima passieren, dass kann Frau von der Leyen durchaus noch blühen. Nur vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Ich habe nicht den Eindruck als Beobachter in Brüssel, dass die NGOs zu wenig gehört werden. Also die verschaffen sich schon in Brüssel schon Gehör und sind auch in allen Medien vertreten. Aber dafür gibt es ja das Register. Und ich glaube, dass sie auch da in der Kommission und im Parlament sehr aktiv sind. Und, aber die Zahlen sprechen also dagegen. Die Zahlen sprechen ganz eindeutig dagegen. Das ist schon, wo man drauf achten muss. Die Transparenz braucht man. Und das Ungleichgewicht ist da nach faktisch, die anderen existieren. Aber der Punkt, was machen danach die Mitgliedstaaten damit? Da sind wir in dem Staat, der mit am verantwortlichsten ist dafür, dass überhaupt was passiert. Und die letzten zwei Jahre fand ich katastrophal an deutscher Europapolitik. Und ich hoffe mir wirklich so sehr, dass diese Regierung jetzt endlich von der Bremse runtergeht. Und wir haben das gesehen, auch bei der Klimafrage. Klimabank haben Sie angesprochen. Das war eine ganz konkrete Verhandlung. Europäische Investmentbank. Geht Investitionsbank. Ja? Geht die raus aus Investitionen in Kohle und Gas und sagen fossile Energie. Da hat Frankreich gepusht, Macron mit den Belgiern, mit anderen Ländern zusammen. Die hatten am Ende fast eine Mehrheit. Deutschland war noch dagegen, zusammen mit Polen und anderen Frankreich Ländern. Und Belgien sind Nuklearstaaten. Ich sage ja immer nur, aber die Frage war ja das trotzdem für eine relevant. Argumentation. Das ist nicht, dass es ins Nuklear geht. Das war nicht der Punkt zu sagen, die Investitionsbank geht jetzt in die Nuklearinvestitionen, sondern geht in Klimaschutzinvestitionen. Darum ging es. Und Deutschland war da am Anfang dagegen, hat sie am Ende enthalten. So eine, ich sag mal, das ist die deutsche Politik gerade. Und ich hoffe so sehr, dass wir da von der Bremse runtergehen und Frau von der Leyen gestärkt wird durch die Bundesregierung. Ja, das wäre nämlich jetzt genau die Frage. Welche Chance ist es, dass die Kommissionspräsidentin jetzt aus Deutschland kommt? Eine große Verantwortung für uns. Mhm. Alle werden auf Deutschland gucken. Wir haben nächstes Jahr auch die Ratspräsidentschaft. Genau. Das ist eine riesige Chance. Wir haben die Ratspräsidentschaft als Deutschland. Dann könnte man aber wieder sagen, dann wird Deutschland so dominant. Nee, alle momentan sehnen sich danach, dass Deutschland aus dieser Lethargie rauskommt und wieder was tut. Dieser Zustand, dass nichts kommt, dass man, die Franzosen machen Vorschläge, die Italiener, es gibt Vorschläge hier und da und dann kommt aus Deutschland nichts. Wir sind in vielem einig, aber da sind wir uns völlig einig. Eine deutsche Europapolitik findet zurzeit nicht statt. Findet nicht statt und es gibt überhaupt gar keine Angst vor Dominanz, sondern es gibt eine Angst, dass Deutschland weiterhin zwei Jahre so weitermacht. Und ich kann es diesem Land und Europa echt nicht wünschen, dass sich das so fortsetzt. Okay, also das heißt, das ist eine Chance, Herr van Kampen. Wie würden Sie sagen, wie wird da in Brüssel drauf geguckt? Also auch dieses Ursula von der Leyen hat in dieser Europarede gesagt, hier am 8. November in Berlin hat sie gesagt, Europa muss die Sprache der Macht wieder lernen. Ist das ein Punkt, wo es hilft, dass die aus Deutschland kommt? Also ich glaube, ich stimme dazu, dass man, es gibt ja den schönen Spruch, dass man sagt, wir haben nicht Angst vor der Macht von Deutschland, sondern dass sie eben nicht führt, eben Deutschland. Mhm. Das spüren eben insbesondere auch viele kleinere Mitgliedstaaten. Aber ich hoffe nur und wünsche mir wirklich, dass Frau von der Leyen erfolgreicher ist in Brüssel, und davon gehe ich aus, als sie hier in ihrer Zeit als Ministerin in Berlin gewesen ist. Und da sind einige Sachen passiert. Ich will das nicht alles jetzt aufzählen, das weiß jeder Mann. Und da hoffe ich, dass diese Skandale,
die in vielen Punkten gelaufen sind. Und da ist auch Brüssel ein Moloch und auch die Kommission. Ja, es gab ja ganz konkret hier große Probleme mit Beraterverträgen. Das wäre nämlich jetzt dann direkt die Frage, ist das ein Problem, wo Sie sehr kritisch drauf gucken, dass Sie befürchten, dass das in Brüssel auch wieder ähnlich sein kann? Ja, genau. Also wir haben in Brüssel sowieso schon eben ein großes Problem. Es sind nun mal von den etwa 25.000 aktiven Lobbyisten, 2/3 Unternehmen und die beraten auch viel. Und wir machen uns schon Sorgen, also wir werden da sehr genau hinschauen, wie Frau von der Leyen Beratung, also ne, von wem sie sich beraten lässt, wie. Und ich denke schon, dass man da sehr gut aufpassen muss. Also unsere größte Sorge ist immer erstens, dass es zu einseitig gerät und zweitens, dass genau die zu sehr mitberaten, die eigentlich betroffen sind. Aber ganz wichtig, bitte bringen wir hier bitte was nicht durcheinander. Das, was Herr van Kampen eben erwähnt hat als Berateraffäre im Verteidigungsministerium, das waren bezahlte Unternehmensberater, die große Summen dafür bezogen haben. Das, wovon Frau Katze mich spricht, sind Expertengruppen, wo die Leute nicht bezahlt für werden, wenn sie beraten. Das stimmt. Sondern das ist, da holt sich die Kommission den Rat der betroffenen Interessenträger ein. Das sind natürlich oft Unternehmen und Branchen, die von einer bestimmten Gesetzgebung. Ganz wichtiger Unterschied, bitte nicht glauben, dass in der Kommission so zugehen würde wie bei uns im Verteidigungsministerium. Das ist schon wichtig, dass wir das herausarbeiten. Ich finde aber wichtig, wir müssen Frau von der Leyen messen an den Ambitionen, die sie geäußert hat. Und sie hat gesagt, sie will eine geopolitische Kommission. Das heißt, sie will ein Europa, das im 21. Jahrhundert zwischen den USA und China seinen Platz behauptet. Das ist sehr stark das, was auch Macron will. Ein souveränes, einiges, starkes Europa. Und da müssen wir gucken, was ist in der Digitalisierung? Was ist mit der künstlichen Intelligenz? Welche Initiativen liegt sie da vor? Wie schaffen wir es, unsere Außengrenzen zu sichern? Wie schaffen wir es, endlich einen gemeinsamen Ansatz in der Migration zu kriegen? Und was schaffen wir in der gemeinsamen Verteidigungspolitik? Das sind alles riesige Themen, die sie da hat. Aber ich glaube, sie hat eine große Chance, weil jetzt eine ganze Menge von Staaten einfach aufgrund dieser globalen Lage wissen, wir müssen Europa stärken auf all diesen Feldern. Ich hoffe, dass es gelingt, Ergebnisse zu erzielen. Und das hängt massiv bei all den Fragen, die sie gerade erwähnt hat, von der deutschen Regierung ab. Ich sage mal Digitalisierung, chinesisch-amerikanisch. Der deutsche Alleingang ist 5G mit Huawei, sodass die anderen Europäer verstehen uns nicht. Das Gleiche ist, wenn es darum geht, haben wir überhaupt eine Möglichkeit, zum Beispiel im Iran anders zu agieren, als Trump das gerne hätte. Das hängt davon ab, ob der Euro internationale Leitwährung ist. Woran hängt es? An Deutschland. Auch an der FDP zum Beispiel, die ja europäische Anleihen, was dafür nötig das wäre. Das hat mit der Leitwährung nichts zu tun. Na aber doch, Außenvertretung man kann zum keine Beispiel europäische Leitwährung Euro haben, um ohne den Euro wirklich zu stärken. Und diese grundlegenden Entscheidungen, wollen wir als Europäer uns selbst behaupten können, ja oder nein? Die hängen zentral von Deutschland ab. Und darum können wir uns auch nicht länger drücken. Man kann zum Ergebnis kommen, wir wollen keinen Euro, der internationale Leitwährung ist, wir leben mit dem Dollar gut. Mhm. Aber dann kann man auch nicht sagen, wir haben im Iran überhaupt irgendwas zu sagen. Aber konkret heißt das dann, Frau von der Leyen macht das Tempo und Frau Merkel muss mitziehen? Oder ist das dann gerade schwierig, weil Frau Merkel im Moment nicht so aktiv ist? Also was mir große Sorge macht, das ist eben, dass das deutsch-französische Verhältnis, ich sag mal vorsichtig, gestört ist, um mal freundlich zu sein, wenn nicht zerrüttet ist. Also wenn man einfach anschaut, dass Herr Macron ja schon seit 2 Jahren, angefangen von der Rede in Sorbonne, Vorschläge gemacht hat über Florenz, Rede im Europaparlament. Die Artikel, die geschrieben worden sind. Beim Karlspreis-Verleihung und hat eben praktisch eine Antwort in der Zeitung bekommen auf seine Vorschläge. Von der CDU-Vorsitzenden. Dann war das nicht nur eine Stilfrage, die Franzosen irritiert, sondern das war eben, das zeigt das mangelnde Vertrauen und eigentlich kein Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland hat, oder jeder vor ihr hat es geschafft, zu den französischen Präsidenten, obwohl unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, Mitterrand, Helmut Kohl, aber ein sehr, sehr enges, Schröder, Chirac, ein sehr, sehr enges Verhältnis zu bekommen. Und das hat immer die deutsch-französischen Initiativen Europa vorangebracht. Frankreich hat sich und Richtung Deutschland ja gedreht mit der Regierungsbildung. Und lauter Leute, die Deutschland gut kennen in Paris, in der Regierung, die von uns kommen. Ja, und das ist für mich eine große Sorge, wenn das nicht beseitigt wird. Und dass da auf eine neue Basis gestellt wird, dieses Verhältnis, wird Europa mit allen Initiativen und auch Frau von der Leyen ins Leere laufen. Wobei Frau von der Leyen ja gerade von Macron ins Spiel gebracht worden ist, als es darum ging, wer jetzt Präsidentin wird. Das wäre ja vielleicht dann auch sogar eine Chance. Frau Katzmich, wie würden Sie das sehen, wenn Sie die unterschiedlichen Länder beurteilen? Wer ist da eigentlich stärker vertreten oder wer ist da im Moment die dominante Figur dann in Brüssel? Aus Ihrer Ansicht. Also im Moment ist Deutschland
tatsächlich nicht so die dominante Figur, aber grundsätzlich stimme ich schon zu, dass Deutschland da eine dominante Rolle spielen, also keine dominante Rolle spielen sollte. Natürlich sollen alle Mitgliedstaaten was zu sagen haben, aber das Problem ist, finde ich, oder ist für uns, dass Deutschland sich auch oft auf viele Sachen sozusagen draufsetzt und einfach gar nicht mehr weitermacht. Also uns ist einfach aussitzt, genau, und beendet und dann passiert eben gar nichts mehr. Das passiert ja auch häufig mit Gesetzesvorlagen. Ich glaube, wir hatten es bei e-Privacy oder bei Transparenz von genau, gerade ein ganz konkretes Beispiel, Gesetze, also Land-by-Land-Berichterstattung, Steuertransparenz, wo diese Bundesregierung, wir haben jetzt nochmal nachgefragt, einfach sagt, wir haben noch keine einige Positionen. Wir sind noch in der Regierungsfindung. Das sind Sie jetzt schon seit Jahren. Und man glaubt es nicht. Die gesamte EU wartet darauf, so ein wichtiges Thema, Steuertransparenz, Gerechtigkeit für die Bürgerinnen und Bürger, so ein zentrales Thema, dass die europäischen Unternehmen nicht mehr die Gewinne so verschieben können, dass sie sie nirgends versteuern. Der Vorschlag liegt da, alle sind bereit. Die Bundesregierung sagt, sorry, wir haben uns noch nicht intern geeinigt. Das ist Aussitzen über Jahre hinweg. Und das ist, also da wäre eine Chance, das klingt jetzt so, als wäre vor allen Dingen die Chance, dass Frau von der Leyen sozusagen hier ein bisschen Tempo in Berlin macht. Das ist, hoffentlich kriegt sie Tempo. Und also wenn diese Bundesregierung Tempo reinkriegen würde, dann wäre Frau von der Leyen große Kraft von übernatürlicher Kraft. Diese Bundesregierung kreist um sich selbst und macht ja nichts mehr. Guck mal, wir haben eine mehrere Regierungs... Nein, ach, das ist doch... Jede Bundesregierung muss in Brüssel immer versuchen, verschiedene Interessen, einmal die Bundesländer und den Bund und einmal verschiedene Ministerien zusammenzubinden. So. Und das gelingt manchen Regierungen besser und manchen Regierungen schlechter. Zurzeit ist es so, dass Deutschland sich ständig enthält, weil die Ministerien sich nicht einigen, weil diese GroKo sich auf gar nichts mehr einigen kann. Und alle wie zwei Skorpione in der Flasche hier in Berlin sind. Und das ist natürlich eine Situation, ich will das nochmal sagen, wir sind am Anfang einer neuen Kommission. Ja. Die Frage war ja, weiter so oder neuer Start. Wenn es einen neuen Start geben soll, dann braucht Frau von der Leyen nicht nur den Macron als Dynamo, sie braucht auch einen deutschen Dynamo. Und dieses Dreieck, das braucht es, um Europa nach vorne zu bringen. Ich würde gerne zu dem anderen Thema, was uns ja in den letzten Jahren so beschäftigt hat, nämlich dieses Thema Migration noch kommen, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist, was Europa nun sehr beschäftigt. Das gibt es jetzt, wird verantwortet von der griechischen Kommissarin Margaritas Schinas. Das heißt aber nicht Migration, dieses Ressort, sondern Förderung der europäischen Lebensweise. Herr von Kampen, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also das ist ein guter Titel, den keiner auf den ersten Blick versteht. Aber dass eine Griechin jetzt sagen wir, verantwortlich ist für dieses Thema, finde ich gar nicht so schlecht. Denn das was Griechenland sagen, ist ein Grieche. Gut, ja, danke. Es sind hier so viele Namen, die man kennt. Also der frühere Sprecher. Ja, ja genau. Ja. Und dass er das jetzt in die Hand nimmt, weil Griechenland ganz besonders betroffen ist. Ja, und genau. Er die Probleme ganz genau kennt. Und dass wir in Europa... Und das hat Frau von der Leyen ja auch angekündigt, dass wir endlich die Verteilungsregelung, die Quotenregelung durchbringen können, dass sie diesen Vorschlag, der auf Eis liegt, jetzt schon 2 Jahre mindestens oder länger schon. Aber kann sie schon, das schaffen mit Ländern, die so vehement dagegen sind? Polen, Ungarn. Ist Frau von der Leyen doch davon abhängig, dass die Mitgliedstaaten sich bewegen. Und wir haben jetzt viel über Deutschland, Frankreich gesprochen. Ich finde, es gibt noch ein anderes Land, was verlässlich behandelt wird. Das ist Italien. Wir haben seit dem Sommer die große Chance, dass Salvini aus dieser Regierung draußen ist und die Cinque Stelle mit dem Sozialdemokraten eine Regierung formen und bereit sind, europäische Lösungen zu finden. Da kommt auch nichts. Und das ist ein Trauerspiel, weil man braucht die Italiener. Seehofer hat doch die Initiative genommen. Ja, aber wissen Sie, das ist ja ein kleiner Verteilmechanismus, mit dem man anfängt. Aber wir wissen alle, die große Frage liegt auf dem Tisch. Und da hat Deutschland die Verantwortung mit Frankreich zusammen, aber eben diese Chance mit der neuen italienischen Regierung zu nutzen. Wir wissen nicht, wie lange das hält, bis Salvini wiederkommt. Der ist ja nicht weg. Der wartet ja, der ist ja im Wartestand. Und ich glaube, diese Verantwortung ist groß. Und da kann Frau von der Leyen Anstöße geben. Aber am Ende ist bei dieser Frage sind die Mitgliedstaaten schon sehr entscheidend. Und ich hoffe, dass Herr Seehofer da wirklich noch jetzt einen Schritt weiter geht. Er hat gesagt, er hat einen Anfang gemacht, das ist schon mal besser als nichts, aber da fehlt noch richtig viel. Und da es kommt darauf an, es liegt ja ein Vorschlag der Kommission zur Verteilung, ein Verteilungsmechanismus auf den Tisch. Eben. Dieser Vorschlag ist nicht mehrheitsfähig. Ja. Punkt. Mhm. Es gibt da in diesem Punkt keine Einigung. Also ist es doch eine Aufgabe jetzt der Kommission, von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch zu machen, diesen Vorschlag so zu modifizieren, wo gibt es eine Chance auf Einigung, ob da einige Staaten Geld bezahlen, man sie freikaufen kann oder wie auch immer. Es ist besser, man kommt da
in der Quotenregelung zu einer Einigung, wenn es auch, Sie werden die Polen, werden da jetzt die Ungarn kommen, nicht, wenn man nicht dazu bringen. Ich will dir nur eins sagen, wir wissen, dass wir eine gemeinsame europäische Asylpolitik brauchen, seit 1999, seitdem liegen die Papiere auf dem Tisch. Ja. Die Mitgliedstaaten haben es immer blockiert, in allererster Linie waren es die Innenministerien, immer die Innenministerien, und auch bei Seehofer fehlt mir der Glaube, dass da was Ernsthaftes dahinter ist, und das ist einfach das Problem mit Frontex. Wir haben eine europäische Grenzschutzagentur, die soll aufwachsen auf 10.000 Leute. Das verkauft die CDU, es verkauft die CSU im ganzen Land als einen ganz starken Beitrag. Wenn Sie mal mit Herrn Seehofer sprechen, sagt er, ich schaffe höchstens 1.000, weil ich habe nicht genug Leute und außerdem sehe ich das gar nicht ein. Ich will die bayerische Grenze schützen. Das ist mir nicht ausreichend. Ich finde das einfach zu wenig, was da aus Deutschland kommt. Und ich fände es gefährlich für Frau von der Leyen, wenn sie einen nicht abgestimmten Vorschlag einbringen würde, der dann wieder genauso Man muss es jetzt sondieren und deswegen hängt es am Ende, man muss den Knoten durchschlagen, aber den muss man schon gemeinsam angehen. Und dafür ist die Frage, Herr Seehofer liefert nicht die Grenzer, die er immer wieder ankündigt, aber er liefert auch nicht die Fragen, zum Beispiel mit Blick auf eine europäische Asylbehörde, die gestärkt wird, die nach Menschenrechten agiert. Aber natürlich, er macht auch keine Rückführungsabkommen europäische. Das macht jedes Land bis jetzt mehr oder weniger für sich, was absurd ist. Frankreich hatte die gleichen Schwierigkeiten. Auch dort ist er ein Totalausfall. Das heißt, wir haben so viele einzelne Aspekte dieser Migrationspolitik, wo Herr Seehofer mal aktiv werden könnte. Und ich sage mal, das würde mehr helfen als vieles andere. Was würden Sie denn sagen, Frau Katzenmich, wer da sozusagen, wo die größte Macht liegt bei diesem Thema? Wer da die größte Macht hat bei diesem Thema, um wirklich etwas zu verändern? Beim Thema Migration. Also das fällt mir jetzt tatsächlich schwer zu beantworten. Ich sehe natürlich schon, dass es so eine neue Konfliktlinie gibt, wo eben einige osteuropäische Staaten sagen, wir gehen einfach nicht mit. Und natürlich ist jetzt die Migrationspolitik nicht unser Fachgebiet. Wir gucken eher darauf, dass uns diese paar Staaten generell Sorgen bereiten, weil sie eben auch in anderen Fragen nicht mitgehen. Und dass es irgendwie, wenn es den Rechtsstaat betrifft, und Schutz von Pressefreiheit und anderen wichtigen Sachen. Und deshalb glaube ich, da wird Frau von der Leyen auch ein ganz wichtiges Thema bekommen, wo sie irgendwie gucken muss, dass sie sie braucht sie beim Klima, sie braucht sie bei der Migration und sie will aber gleichzeitig auch nicht den Rechtsstaat verkaufen. Also ich glaube, das wird ein kniffliges Thema. Finanzrahmen. Wir haben ja jetzt gerade die große Debatte um die Finanzen für Europa für die nächsten 7 Jahre. Das beginnt 2021 und muss in den nächsten Monaten irgendwann verhandelt werden. Da kann man zum Beispiel das machen, was Herr van Kampen gerade gesagt hat, dass man Länder, die wirklich nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, dann in die Pflicht nimmt, wenigstens die Länder zu entschädigen, die mehr Flüchtlinge haben. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Nicht ideal, aber schon mal eine Möglichkeit. Oder die Rechtsstaatlichkeit beispielsweise. Oder an die Kommunen. Aber dieser Haushalt ist, glaube ich, auch, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, das hat Frau Katze mich ja gerade richtig erwähnt, das ist eine große Sorge für uns als Liberale, wenn man sieht, dass Bürgerrechte mit Füßen getreten werden, in Ungarn beispielsweise. Ungarn ist gleichzeitig größter Nettoempfänger zurzeit. Und das wollen wir ändern. Und ich glaube, auch hier ist dieser mehrjährige Finanzrahmen, so ist der technische Begriff für diesen langen Haushalt, ist genau der richtige Hebel. Und da wird es auch stark auf die Kommission, auf Frau von der Leyen ankommen, auf die jetzt kommenden Monate. Das ist eine ganz aktuelle Debatte, wahrscheinlich schon im Februar, März wird die akut. Und würden Sie denn da aber der Kritik von Frau Brandner folgen, weil sie so starke Kritik an dem ungarischen Kommissar hat, um nochmal auf Das ist ein Dilemma. Ich finde auch, er hätte ein anderes Dossier bekommen müssen. Das hätte uns aber als Liberale jetzt nicht dazu gebracht, gleich die ganze Kommission abzulehnen. Punkt 1. Punkt 2. Orban ist Ministerpräsident eines Mitgliedstaates und jeder Mitgliedstaat muss einen Kommissar entsenden. Das heißt, da der Ministerpräsident entscheiden darf, wer das ist, muss Orban auch jemanden entsenden dürfen. Das geben die europäischen Verträge einfach nicht anders her. Also wir hätten auf jeden Fall jemanden von Orban dabei gehabt und hätten dann entscheiden müssen, Stimme der Kommission zu oder nicht. Ich möchte noch mal auf diesen Punkt eingehen mit den Geldern, weil die werden relevant. Wir hatten jetzt auch Studien, die New York Times hat eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass gerade die Agrargelder in Orbans Taschen und seinen Crony-Leuten landen. Und da ist für mich schon die Herausforderung, dass wir es hinbekommen, dass EU-Gelder, wenn eben Rechtsstaatlichkeit nicht mehr geachtet wird, nicht mehr an die Regierungen gehen, an die nationalen, sondern direkt an die Bürger, an die Kommunen gelangen. Und wir haben auch, das ist eine große Herausforderung, nämlich mit diesen Ländern dafür die Mehrheiten hinzubekommen. Und wenn wir über die Verhandlungen sprechen und wir wollen diese Länder mitnehmen, Ungarn, Polen, dann ist die deutsche Verhandlungsposition momentan. Deutschland sagt, wir geben 1% europäisches Bruttonationalprodukt für die Europäische Union, für alles. Von Erasmus über Forschung, Agrar, alles Verteidigung, 1%. Das bedeutet beim Brexit de facto eine Kürzung. Und das führt dazu, dass die
sagen wir, bei uns auch die ostdeutschen Länder sagen, das geht aber nicht. Wir wollen keine Kürzung haben bei den Strukturfonds. Die Bundesregierung sagt, bei Agrar wird auch nicht gekürzt. Heute die Bauern sagen, ja, da sagt keiner, da kürzen wir. Das heißt, diese Bundesregierung sagt, das sind die 20 neuen Aufgaben, aber es gibt dafür weniger Geld. Und da ist genau diese deutsche Blockadehaltung. Wir werden die Aufgaben Europas nicht hinbekommen, wenn wir nicht auch bereit sind, gemeinsam zu investieren. Du kannst beim Agrarhaushalt muss man die Gelder umschichten für eine nachhaltigere Politik. Aber ich sage dir, wir können nicht weniger, glaube ich, in diesem Bereich wirklich ausgeben für eine gute Ernährung, für eine Landwirtschaft, die hält. Das ist die Frage. Wer hat den Mut, dann rauszugehen heute zu den Bauern und zu sagen, es gibt in Zukunft weniger. Und jeder, der das nicht tut, der darf aber nicht sagen, es gibt auch nicht einen Cent mehr für Verteidigung, für Seenotrettung, alles, was wir wollen. Wir sagen ganz klar, dass die Modernisierung des Haushalts Richtung Forschung, Richtung äußere Sicherheit, Richtung Migrationsmanagement, bei den Kohäsionsfonds, bei den Strukturfonds und in der ersten Säule Agrarpolitik. Okay, das heißt, da würde ich, weil beim Lobbyismus geht es ja ganz oft eben darum, dass man schaut, dass man Geld bekommt. Was ist da Ihre Erfahrung? Wo sagen Sie, kann man das nachweisen, dass diejenigen, die auf eine bestimmte Art eben ihren Einfluss geltend machen, auch letztendlich belohnt werden? Naja, ich denke, bei der Agrarpolitik ist das ja eine ganz eindeutige Sache. Also, wer bekommt das Geld? Das sind die großen Agrarkonzerne, die eben auch wirklich es schaffen, in Europa aktiv zu sein. Es sind eben nun mal oft die großen Unternehmen und Konzerne, die ihre Büros da haben. Und das sind auch die, die mit Abstand die meisten Gelder gehen an Höfe, wo sowieso schon sehr viel Fläche. Die meisten Höfe sind in der Fläche und jeder normale Hof in Deutschland kriegt seine Direktzahlung. Aber wenn Sie mal gucken, wer die Busse bekommt, dann ist es schon so. Es gibt einzelne Ausreißer, das würde ich gar nicht widersprechen. Man kann auch sicher über eine Deckelung reden. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, auch bei uns in der Partei, sehr unterschiedliche Meinungen zu, ob man irgendwo deckelt. Der Prince of Wales bekommt ja zum Beispiel auch relativ viel. Kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Das erledigt sich demnächst das Problem. Aber trotzdem ist es falsch zu sagen, das geht nur an die Konzerne. Nein, ganz viele Landwirte in der Fläche brauchen diese Direktzahlung. Aber wir wollen jetzt nicht abschaffen, denn eines darf man nicht vergessen, die Agrarsubventionen auf europäischer Ebene sorgen ja dafür, dass wir national überhaupt keine Agrarsubventionen haben. Und das finden wir gut, weil dann gibt es keine Wettbewerbsverzerrung. So haben wir einen fairen Wettbewerb in ganz Europa beim Lebensmittel. Die ehrliche Debatte, die man haben muss. Wir haben keine nationalen Ausgaben mehr für Agrarbereiche. Auf der europäischen finden sie statt. Und wenn man sagt, de facto wollen wir sie umschichten, dass sie auch mehr das ökologische Nachhaltige haben. Aber viel kürzen wird man nicht da können, ohne dass bei uns die Landwirtschaft auch zusammenbricht. Und wenn man das ehrlich so sagt und sagt, aber wir wollen zusätzlich Innovation, Forschung, Verteidigung, dann nach Adam Riese muss man irgendwo sagen, dass man auch bereit ist, mehr zu zahlen. Und ich finde die Debatte über 1% EU, wir reden immer 2% Verteidigung, ist total, geht uns leicht von den Lippen. Und den Vergleich einfach mal zu haben, warum ist das gedeckelt bei 1%? Ich finde, Europa ist uns mehr wert. Es ist uns doch mehr wert. Okay. Ich glaube, dass der Haushalt und vielleicht, ich habe den 7-jährigen Finanzrahmen, der davor lag, also den wir noch jetzt verfolgen, mitverfolgt. Es ist ein Hauen und Stechen, was da stattfindet. Und jeder kämpft um sein Geld auf dem letzten Moment. Und ich kann Ihnen sagen, das war damals schon die Diskussion, wir müssen mehr in neue Zukunftstechnologien investieren. Es hat zum Teil geklappt, aber man muss auch die Interessen, die Landwirtschaft wird hier immer angesprochen. Es ist auch ein Fakt, dass ein großes Land wie Frankreich pocht darauf, für ihre Landwirte eben keine Einbußen hinzunehmen. Ja. Und ähnlich ist es auch zurückhaltend, ist auch die Bundesregierung da in dieser Frage. Ja. Sie tönen alle in großen Reden, wir müssen in Zukunft investieren und guckt dann auf den Zettel, wie es bleibt. Für uns wird das ja der entscheidende Maßstab sein. Wird in die Zukunftsfelder genug investiert? Zum Beispiel in die Digitalisierung, das schaffen wir gar nicht mehr, weil da haben wir jetzt nur noch anderthalb Minuten für. Deshalb nur noch einmal die Runde zum Schluss, Frau Brandner. Was würden Sie denn sagen, was wäre jetzt so die so eine Amtshandlung der Kommissionspräsidentin, was Sie sich wünschen oder so ein sichtbares Zeichen, dass man sagt, so jetzt hier ist wirklich ein Aufbruch oder ein neuer Anfang. Ich erhoffe mir ein richtig ambitioniertes Klimaschutzgesetz, was sie einbringt, einen richtig guten Rechtsstaatsmechanismus, dass die Gelder nicht mehr dorthin gehen, wo sie missbraucht werden. Und ich wünsche mir von ihr, dass sie den europäischen Digitalmarkt echt europäisch und sicher macht, dass wir das über Regelungen hinbekommen, über Geld, dass wir da nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen Mächten von außen. Mhm. Frau Katzenmich, gibt es für Sie so einen Aufbruchspunkt? Mhm. Ich wünsche mir, dass wir dass es nicht mehr so ist, dass im laufenden Band mit Konzernen über eigentliche Selbstverständlichkeiten wie saubere Luft oder kein Gift in Essen verhandeln müssen. Denn das ist eigentlich was ständig passiert. Es wird ständig wieder aufgebrochen, obwohl es eigentlich um ganz normale
Dinge geht, verbietet man Schadstoffe, da gibt es dann riesige Lobbyschlachten. Also da wünsche ich mir, dass wirklich viel mehr dem Allgemeinwohl, also aufs Allgemeinwohl geguckt wird und eben auch wirklich mehr mit der Zivilgesellschaft darüber gesprochen. Wir fahren auch nächste Woche nach Brüssel und sammeln da noch Unterschriften. Okay. Wir wollen es überreichen. Was wäre für Sie ein Aufruf? Ganz kurz noch ein Aufruf. Ich wünsche mir, dass wir eine Kommissionspräsidentin haben, die führt. Und die großen Bewährungsproben stehen bevor im ersten Jahr. Und das wird der Haushalt sein. Und wenn sie das versemmelt, dann hat sie die letzten 4 Jahre ziemlich schlecht aus mit ihr. Ich hoffe, die Kommission setzt auf Digitalisierung, also den europäischen digitalen Binnenmarkt, und Demokratisierung, also diesen Konvent zur Zukunft Europas mit viel Bürgerbeteiligung. Okay, ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Wir sind gespannt. Morgen die Wahl dann im Europäischen Parlament. Aber morgen ist in Berlin auch eine Menge los. Da geht es natürlich nochmal um die Haushaltsdebatte. Deshalb die Phoenix-Runde morgen. Die schwarze Null, sparen oder investieren. Hier bei Phoenix geht es weiter heute mit Phoenix der Tag, mit Thomas Bade. Auch schon die Haushaltsdebatte und natürlich die Demo der Landwirte heute hier in Berlin. Schönen Abend noch. Tschüss.